Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr euren Bosch Unlimited Generation 2 Serie 8 richtig sauber macht. Als erstes zeige ich euch, wie ihr diese Bodendüse sauber macht. Also ihr könnt hier auf diesen Knopf drücken und das dann auseinanderziehen. Und dann kann man hier diese Walze rausnehmen. Da gibt es hier, wenn man das hier so horizontal dreht, dann kann man das Ganze hier rausziehen. Und dann kann man das alles super hier von den Haaren befreien. Dann bei diesem hier drückt ihr einfach diesen Knopf und dann könnt ihr das hier so nach unten so rausnehmen. Dann könnt ihr hier einfach hochziehen das, das ist der Filter. Dann müsst ihr am besten noch ein bisschen schütteln, weil sich manchmal hier dann irgendwie was verhakt. Und dann habt ihr hier den ganzen Dreck. Den Chromtrick, den könnt ihr dann einfach auskippen in euren Müll. Und hier bei diesem Filter dreht ihr einfach hier oben dieses Teil in irgendeine Richtung, so ein bisschen rum. Das klackert dann so und dann wird hier der Dreck gelockert. Dann ist hier, kann man das dann so drehen und dann ist das locker und man kann den ganzen Dreck vom Filter ordentlich rausmachen. Dann ist das auch alles richtig sauber und das saugt dann auch wieder viel besser, wenn dann nicht alles so zugesetzt ist. Wie gesagt, einfach hier so drehen, dann kommt, das sieht man auch richtig, dann kommt der ganze Dreck hier rausgefallen. Dann könnt ihr das hier wieder machen, indem ihr das hier wieder auf dieses Nuppel das hier drauf setzt und dann hier wieder überdreht, dann ist das verriegelt und hält auch. Dann könnt ihr euren Filter hier einfach wieder einsetzen und das Ganze hier wieder dran machen und dann ist hier alles gesäubert und der saugt wieder richtig gut. Das müsst ihr jetzt mit dem Filter natürlich, diesen Filter nicht immer sauber machen, es reicht auch, wenn ihr das bloß ausleert, wenn ihr jetzt, ja, wenn das halt voll ist. Ja, genau. Das war's auch schon. Tschüss!